Lass jegliche Anspannung von dem Tag los. Lass deine Gedanken los. Konzentriere dich einfach auf deine Atmung. Vielleicht bist du gerade allein in deinem Zimmer, in deiner Wohnung. Oder vielleicht macht dein Partner mit dir mit. Aber in Wahrheit sind wir verbunden mit vielen, vielen anderen, die gerade hier mit dir zusammen diese Yoga-Praxis praktizieren. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und nochmal durch den Mund aus. Du merkst, wie dein Atem immer gleichmäßiger wird. Deine Schultern sind entspannt, dein Gesicht ist entspannt. Mach langsam die Augen auf. Setze deine rechte Hand hinter dein Steißbein, lege deine linke Hand auf dein rechtes Knie und schaue nach hinten über deine rechte Schulter. Mit jeder Einatmung streckst du deine Wirbelsäule lang, mit der Ausatmung gehst du ein bisschen weiter in deinen Twist hinein. Und löse. Wechsel die Richtung, lege deine linke Hand hinter dein Steißbein, deine rechte Hand auf dein linkes Knie und schau über deine linke Schulter. Und löse. Lege beide Hände zu deiner Matte hin. Mit der Einatmung hebst du deinen rechten Arm nach oben, beugst dich zur linken Seite, schaust nach oben zum Himmel. Und schön weiter atmen. Atme tief in deine rechte Flanke hinein. Ein, komm wieder zurück zur Mitte, aus, lege deine rechte Hand wieder zurück zur Matte. Den nächsten Einatmen, hebst deinen linken Arm nach oben, aus, beugst dich zur rechten Seite, schaust nach oben an deinen Arm vorbei zur Decke. Ein, komm wieder zurück zur Mitte. Lege deine Hände vor dich hin, krabbel mit deinen Händen nach vorne, leichte Streckung in deine Hüfte. Wenn du vielleicht wie ich hier draußen bist und in deinem Garten auch eventuell gerade deinen Yoga praktizierst, weißt du, wie warm es ist oder wie es eigentlich nicht warm ist. Deswegen wollen wir hier schnell in unsere Bewegung kommen, rolle über deine Knie. Zum Vierfüßlerstand. Schau, dass deine Hände direkt unter den Schultern sind. Die Finger sind weit auseinander. Knie direkt unter den Hüften, hüftbreit auseinander. Und dann fangen wir mit unseren Kreisen an zur Einrichtung. Wärmen unsere Handgelenke auf. Vielleicht schlängelst du dich ein bisschen hier. Was immer für dich gerade gut tut, was du brauchst, hol es dir. Wechselst hier auch nochmal die Richtung. Die Finger greifen fest in die Matte hinein. Fühlt sich an, als würdest du tatsächlich richtig in deine Matte hineingreifen. Und schön weiteratmen. Wir finden uns in der Mitte.
der nächsten Einatmung hebst du deinen rechten Arm nach oben, machst weit zur Seite auf. Aus, bringst deine rechte Hand nach unten, legst deine Schulter ab, legst dein Ohr ab. Wenn du möchtest, nimmst du deine linke Hand nach oben, legst es auf deinen Rücken und greifst eventuell deine rechte Oberschenkelinnenseite. Genau. Leichte Streckung für unsere Schultern. Wenn du letztes Mal mitgemacht hast, kennst du diese Bewegung schon ein, hebst deine linke Hand wieder zurück, setzt es auf deine Matte und kommst mit der Einatmung wieder hoch, machst weit auf, tief ein, aus, lege die rechte Hand wieder zurück zur Matte. Nächste Einatmung, linker Arm geht nach oben, machst weit auf, aus, linke Hand geht nach unten, leg deine Schulter ab, leg dein linkes Ohr ab. Und auch hier kannst du deine rechte Hand über deinen Rücken legen und eventuell sogar deine linke Oberschenkelinnenseite greifen. Bring deine Hand wieder nach oben, setz sie zurück zur Matte und mit der Einatmung machst du wieder weit auf, tiefe Einatmung, öffne auf, aus, lege deine linke Hand wieder zurück zur Matte. Korrigiere eventuell deinen Stand, schau, dass die Schultern, die Handgelenke direkt unter den Schultern sind. Wärmen unsere Wirbelsäule ein bisschen mit Katzekuh auf, mit der Einatmung geht die Bauchdecke nach unten, Schulterblätter zusammen, du schaust nach oben. Aus, drück die Erde weg, runder Rücken, böser Katzenbuckel, schau zu deinem Bauchnabel. Ein, Bauchdecke geht nach unten, Schulterblättern zusammen. Aus, drück die Erde weg, runder Rücken, Schulterblätter gehen weit auseinander. Ein, Kuh. Aus, Katze. Führe diese Bewegung deinem eigenen Atemrhythmus fort. Schließe dabei gerne die Augen. Und bring deine Aufmerksamkeit wirklich tief in deine Wirbelsäule hinein, wie sie auseinandergestreckt wird bei der Ausatmung und wieder zusammengestaucht wird bei der Einatmung. Aus, drück die Erde weg, spüre, die Schulternblätter gehen weit auseinander. Und ein. Achte darauf, dass du nicht zu sehr abknickst in deinem Genick. Eine schöne Kurve vom Steißbein bis zur Kopfspitze. Mit der nächsten Einatmung treffen wir uns wieder in neutralen Position. Stelle deine Zehen auf. Ein, drück die Erde weg und hebe die Knie nur einen Millimeter von der Erde weg. Und halte hier. Schön halten. Aktiv im Bauch. Halten, drück die Erde weg, Schulterblätter auseinander. Weiter halten. Und aus, bring die Hüften nach hinten und zurück. Die Knie bleiben gebeugt. Bring deine Bauchdecke wirklich nah an deine Oberschenkel. Und streck deinen Rücken, bring die Hüften weit nach oben. Langer Rücken. Sehr schön. Von hier bringst deine rechte Ferse zur Matte. Linkes Bein ist immer noch gebeugt. Beuge dein rechtes Bein, strecke dein linkes Bein, linke Ferse geht zur Matte. Und wechseln, linkes Bein gebeugt, rechtes Bein gestreckt, Ferse geht zur Matte. Leicht aufwärmen hier. Und wechseln. Nochmal wechseln. Und versuche beide Beine zu strecken, die Fersen gehen nach unten. Dein erster herabschauender Hund in dieser Stunde. Oder eventuell dein erster herabschauender Hund überhaupt. Ich hoffe immer noch, dass vielleicht der ein oder andere Mann sich auch mal traut, jetzt das Ganze zu Hause mal auszuprobieren. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein hier. Durch den Mund aus. Ein, komm ins Brett. Bleib hier stehen.
und aus, bring die Hüften nach hinten und zurück. Den herabschauenden Hund. Ein, roll die Schultern wieder zurück nach vorne über deine Handgelenke. Und aus, bring die Hüften zurück zum herabschauenden Hund. Ein, Brett. Aus, herabschauender Hund. Ein, komm ins Brett. Aus, herabschauender Hund. Und ein, komm wieder ins Brett. Und aus, herabschauender Hund. Tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und den Mund aus. Jetzt bringe deine Knie wieder zurück zur Matte. Schauen wieder, korrigiere vielleicht deinen Stand, die Hände immer noch direkt unter den Schultern. Strecke dein rechtes Bein aus, stelle die Zehen auf. Wärme ein bisschen unsere Hüftmuskulatur ab. Der Einatmung hebst du dein Bein hoch. Und aus, runter. Und nochmal hoch, für 5, runter. Hoch, 4, runter. Hoch, 3, runter. Hoch, 4. Ach, jetzt habe ich zurückgezählt. Okay. Und machen wir noch einmal und bleib hier. Schön weiterhalten. Das Bein ist schön parallel zum Boden. Fuß ist geflext, die Ferse zieht nach hinten. Hebe den linken Arm nach vorne. Und schön halten hier. Tiefe Einatmung hier aus, Knie und Ellbogen zusammen. Ein, öffne auf. Aus, Knie und Ellbogen zusammen. Ein, auf. Aus, Knie und Ellbogen zusammen. Ein, auf. Aus, Knie und Ellbogen zusammen. Ein, öffne auf. Und aus, setze ab. Und wechseln. Strecke dein linkes Bein aus. Und hebe dein linkes Bein hoch parallel zum Boden. Fuß ist geflext. Hier halten. Zur Ausatmung senkst du dein Bein wieder. Und ein, hoch. Bei 5, runter, hoch, 4, runter, hoch, 3, runter, hoch, 2, runter, hoch, 1. Halte hier. Strecke deinen rechten Arm aus. Halten. Nächsten Ausatmung, bringe Ellbogen, Knie zusammen. Ein, öffne auf. Aus, Knie zu Ellbogen. Ein, auf. Aus, Knie und Ellbogen zusammen. Ein, auf. Aus, Knie und Ellbogen zusammen. Ein, öffne auf. Streck dich hier lang. Und aus, setze ab. Und noch einmal. Finger weit auseinander. Setze die Zehen auf und hebe deine Knie 1 mm von der Matte ab. Spürst du schon deine Bauchmuskulatur ein bisschen arbeiten? Sehr schön. Und aus, bring die Hüften wieder zurück. Komm dann heraufschauen und strecke beide Beine, die Fersen ziehen nach unten. Tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund aus. Nächste Ausatmung. Beugst die Knie, schaust nach vorne und gehst mit den Füßen nach vorne. Ein halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, tiefe Vorbeuge. Leichte Beugt in den Knien und komm den ganzen Weg nach oben. Tiefe Einatmung, strecke deine Hände hoch, aus, Hände vor deinem Herzen. Ein, bring die Hände wieder hoch zum Himmel. Aus, tiefe Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, komm ins Brett. Bleib hier stehen. Wir halten hier ein bisschen. Ist hier schon ein bisschen wärmer? Sehr gut. Schön weiterhalten. Drück die Erde weg. Tief einatmen hier. Aus, bring Knie, Brust, Kinn zum Boden. Ein Baby-Kobra, Hände weg von der Matte. Schön weiterhalten und weiteratmen hier. Aus, setze ab. Ein Heben, den Herz nochmal weg von der Matte, Hände weg von der Matte. Aus, runter. Noch einmal. Ein Herz weg von der Matte, Hände weg. Aus, runter, Hände zur Matte. Einkommen, Vierfüßlerstand und außen herabschauenden Hund. Tiefe Einatmung hier aus, beug die Knie, schau nach vorne und gehe oder springe nach vorne. Eine halbe Vorbeuge,
aus, tiefe Vorbeuge. Drück die Füße in die Matte und mit der Einatmung kommst du hoch, den ganzen Weg nach oben, Hände vor deinem Herzen aus. Einbring die Hände hoch, streck dich lang, aus, tiefe Vorbeuge. Ein halbe Vorbeuge, aus, komm ins Brett. Wir werden immer schneller, jede Runde. Ein, drück die Erde weg, aus, Knie, Brust, Kinn zu Boden. Ein, Baby Cobra, aus, senk dein Herz wieder. Die Hände zur Matte, ein, komm in Vierfüßlerstand und aus, herabschauender Hund. Einatmung hier, aus, beuge die Knie, schau nach vorne und geh zu deinen Händen. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken, aus, tiefe Vorbeuge. Ein, komm den ganzen Weg nach oben, streck dich lang aus, Hände vor deinem Herzen. Mit der nächsten Einatmung beugst du die Knie, bringst die Hände nach hinten und nach vorne und setzt dich in den Stuhl. Bleib hier sitzen. Sehr gut. Streck deinen Rücken, stolze Brust, Hände nach oben. Hüften schön nach unten. Schau, dass du immer noch deine Zehen sehen kannst. Tiefe Einatmung hier aus. Senk dich zur tiefen Vorbeuge. Ein halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, komm ins Brett. Und auch hier, diesmal zeige ich dir zwei Variationen. Du kannst dir eine ganze Stunde das aussuchen, was für dich am besten ist heute. Entweder gehst du mit Knie, Brust, Kinn nach unten und dann in die Baby-Cobra oder eventuell in die Cobra. Oder, brav, du bleibst die ganze Zeit da, sehr schön, du kommst ins Chaturanga, das tiefe Brett. Dabei gehst du dann mit deinen Schultern nach vorne, tiefes Brett, Ellbogen schön 90 Grad gebeugt. Von hier kommst du in den heraufschauenden Hund. Im heraufschauenden Hund berühren sich unsere Oberschenkel nicht die Matte. Mit der Ausatmung rollst du wieder über die Zehen zurück in den herabschauenden Hund. Und das ist dir vollkommen für dich überlassen, welche Variation du heute für dich wählst. Vielleicht möchtest du es ein bisschen kraftvoller gestalten. Vielleicht möchtest du heute mal ein bisschen entspannter angehen oder erstmal dich ganz neu im Yoga ausprobieren. Der nächsten Einatmung bringst du dein rechtes Bein nach oben und zurück. Und aus, bringst dein Knie zur Nase. Runde Rücken, schaffe Platz. Ein, nach oben und zurück. Aus, Knie zur Nase. Ein, bleib hier. Aus, setze den Fuß zwischen deine Hände. Setze dein linkes Knie ab. Und der Einatmung kommst du in Low Lunge. Aus, bring die Hüften nach unten. Schau, dass dein Knie direkt in einer Linie mit deinem Fußgelenk ist. Sehr schön, bleib da. Setz den Fuß ein bisschen weiter nach vorne. Sehr schön, genau. Es ist wichtig, dass das Knie nicht über deinem Fußgelenk reicht. Sehr gut, Schultern sind entspannt. Ein Lächeln auf den Lippen. Sehr gut. Schön weiteratmen hier. Tiefe Einatmung, aus, setze die Hände wieder zur Matte. Ein, bring den rechten Arm nach oben, Twist. Aus, setze die Hand wieder zurück zur Matte. Hebe dein linkes Knie von der Matte und der Einatmung kommst du wieder ins Brett. Aus, tiefes Brett oder mit Knien. Ein, heraufschauender Hund oder Kobra. Aus, herabschauender Hund. Der nächsten Einatmung, hebst du dein linkes Bein nach oben zurück. Und aus, Knie zur Nase. Ein, nach oben und zurück. Aus, Knie zur Nase. Achtung, bleib hier, ein. Aus, setze den Fuß zwischen deine Hände. Setze dein rechtes Knie zur Matte. Der Einatmung kommst du in Low Lunge. Und aus, gehen die Hüften nach unten. Und auch hier, achte schön auf dein Knie. Sehr gut. Schultern sind entspannt. Mit jeder Ausatmung spürst du, wie die Hüften weiter zur Matte hinschmelzen. Tiefe Einatmung hier. Aus, setze die Hände zurück zur Matte. Ein linker Arm geht nach oben, Twist. Aus, lege die Hand wieder ab, hebe dein rechtes Knie.
Einkommensbrett aus tiefes Brett, ein heraufschauender Hund aus herabschauender Hund. Tief ein durch die Nase hier, aus durch den Mund. Schüttel deinen Kopf, locker deinen Nacken. Ja, wir wollen, sag ja, wir wollen mehr. Nein, es ist nicht kalt hier. Der nächsten Ausatmung beugst du die Knie, schaust nach vorne zur Matte und gehst zu deinen Händen. Ein gerader Rücken aus tiefe Vorbeuge. Ein komm ganzen Weg nach oben, streck dich lang aus Hände vor deinem Herzen. Wieder ein, setze dich in den Stuhl. Bleib hier. Schau, dass du immer noch deine Zehen sehen kannst. Setz dich tief in den Stuhl. Schön weiterhalten hier. Und weiter atmen. Aus, tiefe Vorbeuge. Ein halber Vorbeuge. Aus, komm ins Brett. Ein, drück die Erde weg. Aus, tiefes Brett. Heraufschauender Hund ein. Herabschauender Hund aus. Ein, hebe dein rechtes Bein nach oben zurück. Aus, Knie zur Nase. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zur Nase. Noch einmal nach oben zurück. Ein. Aus, Knie zur Nase. Bleib hier mit der Einatmung. Aus, setze den Fuß nach vorne. Lege dein linkes Knie nach unten ab. Ein Low Lunge. Öffne dein Herz. Aus, Hände zurück zur Matte. Ein, rechter Arm nach oben. Twist. Aus, rechte Hand zurück. Ein, komm ins Brett. Aus, tiefes Brett. Heraufschauender Hund ein. Herabschauender Hund aus. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Seite. Ein, linkes Bein nach oben zurück. Aus, Knie zur Nase. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zur Nase. Nochmal ein, nach oben zurück. Aus, Knie zur Nase. Ein, bleib hier. Aus, setze den Fuß nach vorne. Setze dein rechtes Knie ab. Ein, Low Lunge. Tiefe Einatmung hier. Aus, Hände wieder zurück zur Matte. Ein, linken Arm nach oben. Aus, setze den linken Arm ab. Ein, komm ins Brett. Aus, tiefes Brett. Ein, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Tief ein durch die Nase hier. Und aus durch den Mund. Setze die Knie ab, Knie weit auseinander, Füße zusammen, bring die Hüften zurück zu deinen Fersen. Komm ins Kind. Setz deine Stirn in der Matte ab. Und atme hier kurz durch. Wir werden heute noch viel arbeiten. Also sammle deine volle Energie. Greife die Matte in deine Hände in die Matte hinein, schau zu deinen Händen ein, komm in den Vierfüßlerstand, setz die Zehen auf und komm den herabschauenden Hund. Tiefe Einatmung hier aus, beuge die Knie, schau nach vorne zur Matte und gehe oder hüpfe nach vorne. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken, aus, tiefe Vorbeuge. Ein, komm ganzen Weg nach oben, streck dich aus, Hände vor deinem Herzen. Ein, komm ins Stuhl. So. Sehr gut. Bleibe hier. Schau, dass du deine Zähne noch sehen kannst. Sehr gut. Stolze Brust. Sehr gut. Tiefe Einatmung hier. Aus, setze die Hände ab. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, komm ins Brett. Ein, drück die Erde weg. Aus, tiefe Vorbeuge. Ein, heraufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Mach dich fertig mit der Einatmung, bringst dein rechtes Bein nach oben und zurück. Aus, Knie zur Nase. Ein, nach oben zurück. Achtung, Knie zum linken Ellbogen. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zum rechten Ellbogen. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zur Nase. Bleib hier mit der Einatmung. Aus, setze den Fuß nach vorne. Setze deine rechte Ferse ab. Dein hinterer Fuß ist etwa 45 Grad gedreht. Der Einatmung kommt zu den Krieger 1.
Und schön weiter atmen. Die Hüften sind parallel zu der kurzen Mattenseite. Sehr gut. Und auch hier achte darauf, dass dein Knie am besten direkt über deine Fußgelenk ist. Genau, sehr gut. Komm noch weiter gegen meine Hand. Sehr gut. Kannst vielleicht den hinteren Fuß weiter nach vorne geben. Genau. Und dreh den hinteren Fuß weiter ein. Sehr schön. Genau. Sehr gut. Schultern entspannt. Krieger 1. Wir haben 3 Krieger im Yoga. Und wir werden sie alle heute kennenlernen. Tiefe Einatmung hier. Aus. Setze die Hände ab. Setze deine hintere Ferse auf. Ein. Rechte Hand nach oben. Aus. Rechte Hand zurück. Ein. Komm ins Brett. Aus. Tiefes Brett. Ein. Heraufschauender Hund. Aus. Herabschauender Hund. Und mit der nächsten Einatmung gibst du dein linkes Bein nach oben und zurück. Und aus, Knie zur Nase. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zum rechten Ellbogen. Ein, nach oben und zurück. Aus, Knie zum linken Ellbogen. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zur Nase. Bleib hier ein. Aus, setz den Fuß nach vorne. Setz die hintere Ferse ab. Und ein, komm, Krieger 1. Sehr schön. Bisschen weiter zurück, zu weit. Sehr gut. Sehr schön. Fuß kannst du weiter ein bisschen nach innen drehen. Sehr gut. Und Hüften schön parallel zur kurzen Mattenseite. Sehr schön. Und schön weiter atmen. Atmetest du? Ich höre dich nicht atmen. Sehr gut. Tiefe Einatmung hier, aus, setze die Hände ab. Ein, komm ins Brett. Aus, tiefes Brett. Ein, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Tiefe Einatmung hier, aus, beuge die Knie, schau nach vorne zur Matte und gehe oder hüpf nach vorne. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken, aus, tiefe Vorbeuge. Ein, komm ganzen Weg nach oben, aus, Hände vor deinem Herzen. Füße sind zusammen, Fersen leicht auseinander. Schließe hier einen Moment die Augen und atme einen Moment durch. Spüre deine Atmung, spüre dein Herz und die Energie, die durch deine Füße bis zur Kopfspitze hindurchfließen. Und stell dir vor, du bist in einem Raum mit vielleicht 2.000 oder 3.000 Leute, die gerade mit dir zusammen Yoga machen. Ein, streck die Hände weit nach oben, schau hoch zum Himmel, aus, tiefe Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken, aus, komm ins Brett. Ein, drück die Erde weg, aus, tiefes Brett. Ein, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Mach dich fertig mit der Einatmung, bringst dein rechtes Bein nach oben und zurück. Und aus, Knie zur Nase. Ein, nach oben und zurück. Aus, Knie zum linken Ellbogen. Ein, nach oben und zurück. Aus, Knie zum rechten Ellbogen. Ein, nach oben und zurück. Aus, Knie zur Nase. Ein, bleib hier. Aus, setz den Fuß nach vorne. Ein, komm in High Lunge. Und halte hier. Schön weiteratmen. Tiefe Einatmung hier. Öffne den Brustkorb auf. Aus, setze die Hände ab zur Matte. Einen rechten Arm nach oben. Von hier kommst du auf deine hintere, deinen linken Fußseitenkante. Bringst deinen rechten Fuß nach hinten in den Side Plank. Vashistasana. Schön halten. Bring die Hüfte nach oben. Tiefe Einatmung hier. Aus, setze die rechte Hand nach unten und geh zu der anderen Seite, heben den linken Arm nach oben. Sehr gut. Wenn das zu viel für dich ist, kannst du auch immer dein rechtes Bein, vielleicht dein Knie auch in den gestützten Seitplank bringen. Und von hier bringst du deinen linken Unterarm nach unten und hebst deinen rechten Arm nach oben. Weiter atmen. Und aus, setze deinen rechten Unterarm nach unten und kommst in den Low Plank.
Yay! Und er zeigt mir erstmal. Für 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Und dann kommst du wieder zu deinem linken Arm nach oben. Gestützten Low Plank. Und dann setzt du deine linke Hand wieder ab. Die Hand, nicht den Unterarm. Sehr gut. Und kommst hoch in den Side Plank. Sehr gut. Tiefe Einatmung hier. Rechte Hand nach unten. Und aus. Tiefes Brett. Ein heraufschauender Hund. Und aus. Herabschauender Hund. Das war super. Jetzt ist es wirklich warm, oder? Sehr gut. Nimm einen tiefen Atemzug hier durch die Nase ein und durch den Mund aus. Schüttel nochmal deinen Kopf, locker deinen Nacken, locker dein Gesicht. Vielleicht lockerst du deine Beine nochmal. Und machst dich fertig für die zweite Seite. In der Einatmung hebst dein linkes Bein nach oben zurück. Und aus, Knie zur Nase. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zum rechten Ellbogen. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zum linken Ellbogen. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zur Nase. Ein, bleib hier. Aus, setz den Fuß nach vorne. Ein, komm in den High Lunge. Und bleibe kurz hier. Drück die hintere Ferse schön weg. Schultern sind entspannt, weg von den Ohren. Finger sind aktiv nach oben gestreckt. Tiefe Einatmung hier aus, setze die Hände nach unten. Einen linken Arm nach oben. Von hier bringst du deinen linken Fuß nach hinten in den Side Plank. Vashistasana. Tiefe Einatmung hier, halte. Heb die Hüften höher. Sehr gut. Ein, aus, setze die linke Hand zur Matte und hebe deine rechte Hand ab. Komm auf deine linke Fußkante. Schön weiteratmen hier. Und aus, rechte Vorderarm nach unten, linken Arm nach oben. Sehr gut. Tiefe Einatmung hier, aus, linken Vorderarm nach unten und bleib hier in den Low Plank. Und wir halten für 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Und dann bringst du wieder, kommst auf deine linke Hand, linke Fußseitenkante, rechte Hand nach oben. Rechte Handfläche zur Matte, drück dich hoch, linke Hand nach oben. Sehr gut. Kraftvoll, tiefe Einatmung hier. Aus, linke Handfläche nach unten. Und komm ins Brett, tiefes Brett. Ein, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Tief ein durch die Nase hier. Und aus durch den Mund. In der nächsten Ausatmung beugst du die Knie, schaust nach vorne zur Matte und springst oder gehst nach vorne. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, tiefe Vorbeuge. Ein, komm ganzen Weg nach oben, streck dich lang. Aus, Hände vor deinem Herzen. Sehr gut. Tiefe Einatmung, hoch zum Himmel, aus, tiefe Vorbeuge. Ein halber Vorbeuge, langer Rücken, aus, komm ins Brett. Drück die Erde weg, aus, tiefes Brett. Ein heraufschauender Hund, aus, herabschauender Hund. Und vielleicht weißt du, was jetzt kommt. Der Einatmung bringt sein rechtes Bein nach oben zurück und ein Knie zur Nase. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zum linken Ellbogen. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zum rechten Ellbogen. Ein, nach oben zurück. Aus, Knie zur Nase. Ein, bleib hier. Aus, setze den Fuß nach vorne. Setze deine hintere Ferse auf. Und wenn du da einatmest, kommst du in den Krieger 2. Jetzt haben wir schon 1 und 2 gelernt. Sehr gut. Und auch hier achte immer noch darauf, dass dein Knie in einer Linie ist. Zurück, 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 zurück. Sehr gut. Mit deinem Fußgelenk. Sehr gut. Hände sind schön in einer Linie, parallel zum Boden. Und du schaust zu deiner vorderen Hand, rechten Hand nach vorne. Sehr gut. Schön weiteratmen hier.
der nächsten Einatmung rotierst du deine Handfläche nach oben und kommst in den friedvollen Krieger. Streckst deine rechte Flanke. Ein, kommst du wieder in den Krieger 2. Setz deine rechte Hand auf deinen rechten Oberschenkel, bringst deine linke Hand nach oben über dein Ohr. Schaust nach oben zur Decke, an deinem Arm vorbei. Ein, kommst wieder in den friedvollen Krieger. Aus, Seitenenge, rechte Hand auf deinen Oberschenkel, linke Hand über dein Ohr. Ein, friedvoller Krieger. Aus, rechte Hand auf deinen Oberschenkel, linke Hand über dein Ohr. Ein, friedvoller Krieger. Und aus, Krieger 2. Bleib hier. Tiefe Einatmung hier. Ausstrecke dein vorderes Bein. Jetzt würde ich mal sagen, wir drehen uns mal zur Kamera. So, rechtes. Beide Füße sind parallel. Nee. Zehen zeigen nach unten, genau, nach hinten, nach außen. Sehr gut. Und beugst die Knie in die Goddess-Pose. Hände vor deinem Herzen. Sehr schön. Und halte hier. Langsam ein bisschen nach unten, nach oben, wippst auf und runter. Wärmst deine Oberschenkel auf. Ja. Sehr gut. Bleib hier. Bisschen tiefer. Vielleicht merkst du langsam deine Oberschenkel ein bisschen zittern. Das ist gut. Das heißt, die arbeiten. Und ein, komm langsam hoch. Rotier wieder den hinteren Fuß parallel zur kurzen Mattenseite, vordere Fußspitze nach vorne, Hände parallel zur Matte. Strecke deine rechte Hand nach vorne aus, so weit es geht. Du greifst irgendwie vielleicht deine Fernbedienung und aus. Legst deine rechte Hand auf deinem rechten Unterschenkel ab, hebst deine linke Hand nach oben ins Dreieck. Sehr gut. In dem Dreieck ist es wichtig, dass wir unsere Hüften öffnen. Nicht unbedingt so, dass wir tief kommen. Das heißt, stell dir vor, du bist in einem Toaster gefangen. Deine Schultern, deine Hüften, deine Fußgelenke, alles ist in einer Linie. Sehr schön. Schau nach unten zur Matte. Beugst dein Knie, kreist mit deiner rechten Hand nach vorne, drückst deinen linken Fuß nach oben in den Halbmond. Die Hüften sind geöffnet zur Seite, linker Fuß ist geflext, aktiv in den Füßen. Tiefe Einatmung hier, aussetze die linke Hand ab zur Matte, beug dein rechtes Knie, setze den linken Fuß zurück ab und ein, komm, High Lunge, öffne dein Herz. Aus, Hände zurück zur Matte. Ein, rechte Hand nach oben und ganz kurz, komm wieder in den Side Plank. Sehr gut. Ein hier, aus, rechte Hand zur Matte. Ein, linke Hand nach oben. Aus, komm wieder zurück ins Brett, ins tiefe Brett. Ein, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Klasse gemacht. Nimm tiefen Atemzug durch die Nase hier ein, durch den Mund aus. Der nächsten Einatmung bringst du dein linkes Bein nach oben zurück und aus, Knie zur Nase. Ein, nach oben zurück, aus, Knie zum rechten Ellbogen. Ein, nach oben zurück, aus, Knie zum linken Ellbogen. Ein, nach oben zurück, aus, Knie zur Nase. Atme ein, bleib hier, aus, jetzt den Fuß nach vorne. Setze rechte Ferse auf und komm in den Krieger 2. Sehr gut, ja. Sehr schön. Die Hüften sind geöffnet zu der langen Mattenseite. Achte auch darauf, vielleicht schaust du, ob es dein Partner richtig macht, dass dein Knie nicht zu weit über den Fußgelenk ist. Sehr gut. Schön in einer Linie. Hände parallel zum Boden. In einer Linie. Sehr gut. Ich drehe mich mal zu der anderen Seite, dass wir es sehen können.
Wir haben den linken Fuß vorne, richtig? Ja. Sehr gut. Von hier mit der Einatmung kommst du in den friedvollen Krieger. Und aus, setzt deine linke Hand auf deinen linken Oberschenkel, bringst deine rechte Hand über dein Ohr. Ein, kommst du in den friedvollen Krieger. Aus, linke Hand wieder auf deinen linken Oberschenkel, rechte Hand über dein Ohr. Ein, friedvoller Krieger. Aus, Seitengel, linke Hand auf den Oberschenkel, rechte Hand über dein Ohr. Ein, friedvoller Krieger. Und aus, Krieger 2. Ein, strecke dein vorderes Bein, rotiere deine hintere Ferse nach innen. So, beide Zehenspitzen zeigen die zu den Ecken deiner Matte. Hände vor deinem Herzen, beuge die Knie in die Goddess Pose. Und dann fangen wir hier an, wieder zu wippen. Schön weiteratmen. Sehr gut. Noch ein bisschen, ihr schafft das. Durchhalten. Die Oberschenkel fangen langsam wieder an zu brennen. Und wir halten hier. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und 1. Und streckt die Beine. Sehr gut. Hände wieder parallel zueinander. Rotiere deine hintere Ferse wieder parallel zur kurzen Mattenseite. Vordere Fußspitze nach vorne. Schau nach vorne, greife deine linke Hand nach vorne, soweit es geht. Und leg die linke Hand vorne ab, hebe deine rechte Hand nach oben ins Dreieck. Und auch hier wieder, bringe das Bild des Toasters in deinen Kopf. Füße, Schultern, Hüften, alles ist in einer Linie. Schau nach unten zur Matte. Beug dein vorderes Knie, bring die linke Hand nach vorne zur Matte. Bring mehr Gewicht auf deinen linken Fuß und dann drücke dein rechtes Bein nach oben. Flex den Fuß, Hüften sind geöffnet zur Seite, der Halbmond. Tiefe Einatmung hier, aus, setze die rechte Hand nach unten. Beuge dein linkes Bein, setze rechte Fuß wieder ab und ein, komm in den High Lunge. Tiefe Einatmung hier, aus, Hände zum Boden. Ein, linke Hand nach oben, rotiere auf deine rechte Fußspitze, komm in den Side Plank. Sehr gut, tiefe Einatmung hier, aus, linke Hand zurück zur Matte. Ein, rechte Hand nach oben. Tief ein hier, aus, rechte Hand wieder zurück zur Matte und sofort ins tiefe Brett. Ein, heraufschauender Hund und aus, herabschauender Hund. Ich habe euch heute 3 Krieger versprochen. 2 haben wir schon geschafft. Tiefe Einatmung durch die Nase hier und aus durch den Mund. Mach dich fertig. Diesmal machen wir es kurz mit der rechten Bein nach oben und zurück. Aus Knie zur Nase. Noch einmal nach oben und zurück. Aus Knie zur Nase. Bleib hier ein. Aus, setz den Fuß nach vorne. Und ein, komm, High Lunge. Aus, bring die Hände zurück. Bring deinen Oberkörper nach vorne und komm den Krieger 3. Linkes Bein nach oben, parallel zum Boden. Sehr gut. Kannst die Hände neben deinem Körper lassen oder vielleicht vor deinem Herzen. Halte hier aktiv im Bein. Tiefe Einatmung hier. Beuge den Standbein, bring ohne Geräusche am besten dein linkes Fuß wieder zurück zur Matte. Hände hoch zum Himmel, öffne den Brustkorb, tiefe Einatmung hier, aus, Hände zurück zur Matte. Ein, rechte Hand nach oben, aus, bring die Hand wieder zurück zur Matte. Ein, komm ins Brett, aus, tiefes Brett. Ein, heraufschauender Hund und aus, herabschauender Hund. Tief ein durch die Nase hier und aus durch den Mund. Sehr schön. Nächsten Einatmung bringst deinen linken Bein nach oben zurück. Aus Knie zur Nase. Ein, nach oben zurück. Aus Knie zur Nase. Bleib hier mit der Einatmung. Aus, setz den Fuß nach vorne. Ein, komm, High Lunge.
Aus, bring deinen Oberkörper nach vorne, Hände zurück und schwing dich hoch in den Krieger. Drei. Doch hier, nimm deine Variation auf, Hände zurück, neben dem Körper oder vor deinem Herzen. Schön weiteratmen hier. Beuge dein Steinbein ohne Geräusch, setz deinen linken Fuß ab, tiefe Einatmung, Hände nach oben zum Himmel, aus, Hände zur Matte. Einen linken Arm nach oben, Twist, aus, setze die Hand wieder zurück zur Matte, ein, komm ins Brett, aus, tiefes Brett, ein, heraufschauender Hund und aus, heraufschauender Hund. Sehr schön. Und noch einmal mit der Einatmung bringst du dein rechtes Bein nach oben zurück. Aus Knie zur Nase. Ein, oben zurück. Aus Knie zum rechten Ellbogen. Und Achtung hier, strecke dein rechtes Bein aus. Setze den Fuß nach vorne. Der Fuß ist parallel zu deiner linken Hand. Hebst die Hüften auf, hebst deinen linken Arm hoch in den Reversed Triangle. Von hier setze wieder die Hand wieder ab. Setze deine Hüften ab. Sehr schön. Und rotierst nach vorne. Bis in einem sitzenden Position. Sehr gut. Du bleibst einfach da. Ich drehe mich zu den Zuschauern. Sehr gut. Deine Beine. Okay. Deine Beine sind ausgestreckt. Rücken ist gerade. Mit der Einatmung hebst die Hände hoch. Setz die Hände ab. Achte, dass dein Rücken schön gerade bleibt. Und über die Hüften. Beug dich weiter nach vorne. Soweit es geht. Soweit es für dich heute angenehm ist. Füße sind geflext, die Zehen zeigen zu dir hin. Und schön weiteratmen. Sehr gut. Bleibe da. Arbeite mit deiner Atmung. Mit jeder Einatmung streckst du deine Wirbelsäule lang und aus, findest du ein bisschen mehr Tiefe. Sehr gut. Ein, strecke deinen Rücken. Aus, finde mehr Tiefe. Ein, langer Rücken. Aus. Finde mehr Tiefe. Arbeite mit deiner Atmung. Dein Körper wird es merken, wenn du dagegen ankämpfst. Deswegen versuche da in dieser Position hin zu entspannen mit deiner Atmung. Und da, wo deine Atmung hingeht, wird dein Körper dir auch folgen. Komm langsam wieder zurück. Beuge dein rechtes Knie, bring deine beiden Hände wieder zurück zur Matte und komm den herabschauenden Hund. Sehr schön. Tiefe Einatmung durch die Nase hier und aus durch den Mund. Und wir machen weiter mit der zweiten Seite. Mit der Einatmung bringst du dein linkes Bein nach oben zurück und aus Knie zur Nase. Ein nach oben zurück. Aus Knie zum rechten Ellbogen. Und auch hier wieder streckst du dein vorderes Bein. Setz die Hüften ab. Oh, Entschuldigung, wir haben was vergessen. Du bringst die Hüften hoch. Rechten Arm nach oben. In den Reverse Triangle. Sehr gut. Und jetzt setzt du deine rechte Hand wieder ab. Setz deine Hüften ab. Und rotierst nach vorne zu deiner Matte. Und wir rotieren wieder. Sehr gut. Und hier hast du einen langen Rücken. Einatmen, hebst deine Hände hoch und aus, setzt die Hände ab zur Matte, zum Boden und kommst nach vorne. Und atme es hier durch. Konzentriere dich einfach auf deine Atmung, nicht die Anstrengung.
Genieße diese Streckung. Komm langsam wieder zurück. Bring deine Füße wieder nach vorne. Komm auf deine Hände und komm wieder nochmal zum Herabschauen und locker deine Hüften, deine Beine hier nochmal. Nimm eine letzte Vinyasa mit der Einatmung, kommst du ins Brett, aus, tiefes Brett, ein, heraufschauender Hund und aus, herabschauender Hund. Tief ein durch die Nase hier und aus durch den Mund. Setze die Knie auf und bringe deine Hüften zurück, strecke deine Beine ab, von nach vorne. Bringe dein rechtes Fuß über dein linkes Bein. Strecke mit der Einatmung den rechten Arm nach oben. Mit der Ausatmung setze die rechte Hand hinter dein Steißbein. Linker Ellbogen zu deinem rechten Knie. Und schau nach hinten über deine rechte Schulter. Sehr schön. Schön weiter atmen. Und lösen. Wechsel die Füße, strecke dein rechtes Bein, beuge dein linkes Bein, bring deinen linken Fuß über dein rechtes Bein, unter einen Atem hebst den linken Arm aus, setze hinter dein Steißbein, rechter Ellbogen zum linken Knie und twist, schau über deine linke Schulter. Mit der Einatmung streckst du den Rücken. Mit der Ausatmung findest du etwas mehr in deinen Twist hinein. Und schön weiter atmen. Und lösen. Strecke beide Beine auf, locker deine Beine, beuge die Beine, schwing sie einmal von Seite zu Seite, um deine Hüften zu lockern. Greife deine Oberschenkel und rolle Wirbel für Wirbel langsam auf deine Matte. Bringe die in deine Knie nahe zur Brust, roll nochmal von Seite zu Seite, massiere deine Wirbelsäule. Es gab einer meiner Lieblingsposen, weil sie einfach irgendwie glücklich macht. Die heißt Happy Baby. Warum heißt sie so? Weil sie Babys tatsächlich das oft machen. Hebst deine Fersen nach oben zur Decke, greifst mit deinen Händen deine Füße und auch hier schwingst einfach von Seite zu Seite wie ein glückliches Baby. Und bist froh, dass du diese Übung heute mit uns gemacht hast, dass du deinem Körper etwas Gutes getan hast. Und beugst deine Beine wieder nochmal, gibst dir selber eine feste Umarmung, bringst deine Stirn nah an deine Knie, gibst dir eine ganz feste Umarmung, zeige dir selber, wie sehr du dich lieb hast, mach dich so klein es geht, ganz, ganz klein, tiefe Einatmung hier aus, setze deinen Kopf ab, strecke deine Beine aus, Füße sind etwa mattenbreit auseinander, Hände direkt neben dem Körper, die Handflächen schauen nach oben, bleib hier liegen. Lass dich nicht von mir irritieren. Du bleibst einfach liegen. Schließ deine Augen. Nimmst einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund aus. Lass alles los. Dein Gesicht ist entspannt. Du spürst ein leichtes Lächeln. Die Augenbrauen sind entspannt. Deine Schultern sind entspannt. Deine Arme sind entspannt.
Dein gesamter Rücken ist entspannt. Deine Hüften sind entspannt. Deine Oberschenkel sind entspannt. Deine Unterschenkel sind entspannt. Deine Füße sind vollkommen entspannt, fallen einfach zur Seite. Dein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. Deine Atmung ist ruhig und tief. Dein Geist ist entspannt und gelockert. Du fühlst dich gut. Roll dich auf deine rechte Seite. Nimm vielleicht deine Hand als Kissen kurz, bleib hier liegen. Scan doch mal deinen Körper. Vielleicht merkst du einen Unterschied vor und nach dieser Praxis. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie fühlt sich deine Atmung an? Wie ist dein Geist? Und komm langsam wieder zu einer sitzenden Position. Hände sind vor deinem Herzen. Danke dir. Ich danke dir. Wir danken dir, dass du mitgemacht hast. Spüre die Kraft, die du kreiert hast heute für dich. Nimm tiefen Atemzug ein. Und den Mund aus. Namaste.